Guten Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die, die 5. Ja, ich bin der Nordisch wie immer und die anderen, ja, weiß ich nicht, die habe ich irgendwo, die sind irgendwie mitgelaufen, keine Ahnung, wer die sind. Nein, Spaß beiseite, haben wir der Bett sind dabei, der Abonacho sind dabei, der Valkyrie und natürlich die Xyra. Hallo. Schon wieder kratzen, so. Ab und zu stimmt das mit dem Abonacho sind dabei. Ja. Also deine Ähnlichkeit mit Trevor von GTA ist unglaublich. Tja, aber was möchtest du jetzt für ein Werkzeug haben? Ansonsten, es wäre selber. Was? Nein. Temperaturtechnisch eine Fireaxe oder eine Pickaxe? Was willst du haben? Pickaxe? Das kommt dahin. Fireaxe und Pickaxe? Ja, beides. Wenn du mich so fragst. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen Eisen organisieren gehen. Ja, wir haben Steinäxte. Also, keine Ahnung, wir haben jetzt 70 Forged Iron. Da kommen wir jetzt auch nicht wirklich lange mit hin. Deshalb dahin, da kannst du. Ich frage dich erstmal, was du jetzt dringend brauchst. Und wenn du sagst, du willst eine Fireaxe haben, dann kriegst du eine Fireaxe. Ja, natürlich. Du kannst aber auf jeden Fall auch gucken, dass du ein Cooking Well noch machst, ne? Oh, Alter. Auch jedes oh, nee, Mal. Ne? Wie bin ich denn jetzt schon am. Also, meine Spikes funktionieren. Ja, sie halten ungebetene Gäste ab. Absolut. Short Iron Pipe, okay. Dann stell ich mal Short Iron Pipes her aus der Forge. Das gibt's doch nicht, ey. Ach, ich laufe auch immer in die falsche Richtung so. So, jetzt schmeiß ich nochmal das Kühlschrank, das Fleisch in den Kühlschrank. Das Kühlschrank ins Fleisch. Ach, was? Das ist quasi ein Kühlschrank im Schlafraum. Ein was? Ach, vergiss es. Da geht jetzt aber. Ganz zärtlich. Ah, raus hier. Da geht aber ganz schön Forged Iron Ball drauf. Okay. Nordisch, dank dir weiß ich es schon mal zumindest mal, wie ich die Folge nenne. Aber ja. Du denkst an den Cooking Grill, ne? Dass wir besser was Fleisch machen können. Das verrate ich noch nicht. Bin ich bei. Oh Mann. So, ich brauche noch eine Axt. Heilen tut das Fleisch auch nicht mehr, ne? Es riecht halt ein bisschen weniger. Wo ist denn da? Aber sie könnten dann Bacon und Eggs machen. Dann war Schwein zum Beispiel. Oh, geil. Ich nehme an, Avonacho, du brauchst noch viele Frames oder Frame-technisch bin ich jetzt gleich hier soweit durch. So. Ich besorge dann jetzt noch mal ein bisschen wehgetan? Holz. Nicole? Oh, ja. Was? Hier können jetzt gleich dann auch Spikes hingeknallt werden, weil die Brücke ist jetzt gleich durch. Nicht, dass er gleich hier vorne okay, steht. Auch also auf dem Mittelweg. Ja, komplett hier. Also bis hier vorne zur Tisch. Brücke ruhig, beziehungsweise nee, bis hier in Reich so zwei. Noch zwei weiter, okay. Habe ich den getroffen? Ah, ich glaube, ein paar kann ich schon mal herstellen auch nebenbei. Woodspikes. Komm. Oh, vielleicht ein bisschen. Oh, nee, ernsthaft. Hey! Was, ey? Ey, was? Oh, scheiße, Baum! Du hast ein Problem mit Bäumen, oder? Ich bin gerade rückwärts gegangen, weil mich Zombie verfolgt. Wir haben in der Wüste ja noch eine große Stadt. Also so ein Dorf, ne? Könnte man auch mal beschlossen hin. Ist die Frage, ob wir das vor Tag 7 machen wollen oder nicht. Also ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um die Absicherung und gehen dann ans Käfen. Ja, ne? Ach, scheiße, ja. Du hast mal ein Messer. Würde ich auch sagen. Wir können eine Nachtwanderung machen. Mit Taschen. Ja, eine wunderbare Idee. Hab ich Bert, eben. Bert, das viel, auf viel Schulanfang. Ja, Valkyrie geht vor. Genau, ganz laut Lieder singen. Valkyrie geht dann vor. Ja. Und immer wenn Zombie kommt, dann gehen wir halt wieder zurück. Du müsstest mich mal tracken oder gucken, wo ich bin. Weil ich stehe jetzt hier gerade bei dem Hirsch und habe irgendwie, ich weiß nicht, wo mein Knochenmesser weg ist. Kann ich nicht, weil du offline bist bei mir. Mach ich das mal anders. Führe allerdings auch. Nicole? Okay, aber Nordisch, ich sehe dich. Ich muss so kurz gucken, welche Farbe du hast. Ich nehme gerade die Axt. Seid ihr quasi im Solo, ja? Schon, ihr beiden. Nahtlos ins Solo übergegangen. Nicole, hast du zufällig noch Eisen? Nee, aber Scrap Iron ist noch oben in der Kiste. Ich kann es dir schnell holen. Valkyrie, willst du mir sonst einmal eine Pickaxe machen? Dann kann ich neben Holz auch noch ein bisschen Metall farmen. Moment, bin gleich da. Nicht. Würde ich. Ich bin gerade dabei nochmal, weil ich mir dachte, ach komm, auf 100 willst du schon noch kommen. Ich stelle nochmal eben ganz schnell ein paar Steinäxte her und dann schmeiße ich das den Rest an halt. Ja, ich wollte noch ein paar Bögen machen, damit ich bei der Waffenproduktion nochmal ein bisschen höher komme. Möchtest du eine orange Pickaxe haben oder lieber eine braune? Das ist ja die Frage. Ich könnte auch erstmal eine braune nehmen, bis wir Metall in Überschuss haben. Also die lohnen sich übrigens auch zu reparieren, ne? So zwei, dreimal. Die Braun? Abo?
brauchst du auch generell Iron Fragments, damit du noch mehr Scrap bekommst, oder reichen dir 42? Brauchst wahrscheinlich also meinetwegen mehr, ne? Einfach rübergeben. Umso mehr ich hier verkleinern kann hier unten, umso besser ist. Okay, ich bringe jetzt einfach. Ich vergesse es immer wieder. Ich mache also immer so einen kleinen Jump bei uns oben von der Treppe. Du willst ja nicht jedes Mal eine neue Fire Axe herstellen, nur weil die halt. Also ich erwische hier meine Bandage nicht. Eine Steinaxe schmeiße ich weg, wenn die noch halt voll ist oder sowas, weil dann bringt die weniger. Zweimal. Ich treffe den Hirsch nicht. Danke. Oh, das ist doch mal. Geh in die Hocke, dann brauchst du den nur einmal zu treffen, eigentlich. Meistens kriegt er, also oft kriegt er eine Blutung und dann sagt er sich auch, nö, jetzt will ich nicht mehr. Mit einem HP gerade überlebt. Also diese Spikes, die sind auch irgendwann nochmal mein Tod. Haben wir jetzt von außen schon eine Treppe? Nee, ne? Dafür fehlen dir. Ah, da ist Abo. Ich bin dabei. Ich kann dir noch Woodframes geben. Na, 6 Stück kann ich dir. Nee, hier, 20. Nein, die Spikes! Sie haben mich getötet! Aro, 20 Woodframes hätte ich noch für dich hier. Ja, ich repariere mal eben die Spikes. Das kann keiner behaupten, dass sie nicht wirkungsvoll sind. Nee, die sind effektiv. Ey, anstatt dass du sie mal kurz tröstest und knuddelst. Oh, die hab ich doch. Also ich hab das jetzt ja echt mal beobachtet. Ich meine nicht die Spikes, ich meine die Xyger. So. Nee, ich hab das mal beobachtet. Ihr rennt aber auch alle wie die Lemminge da durch, anstatt ihr mal langsam durchgeht. Nein, immer ich laufen. Ich war eben ganz vorsichtig. Bett hier bleiben. So. Okay. Erstmal kriegst du hier 2 Steinäxte, die werden genommen. So, und dann kriegst du eine, was wolltest du haben, eine Pickaxe? Genau. Pickaxe. Wird nur noch getauscht hier. Genau. Gibt's nichts mehr umsonst. Nee, ist ja auch richtig so. Wir müssen ja auch mal irgendwann mal eine Währung einführen hier. Das macht mich traurig. Also ich könnte noch Metall brauchen, wenn ihr noch habt. Ich habe jetzt alles gegeben, was da oben drin war. Ach, dann mache ich hier auch nochmal eine Craft und dann mache ich eine Fire Axe mal Craft und dann mache ich noch eine Fire Axe. So. Jetzt habe ich eine Leiter übrig. Oh, 200er Äxte, wie schön. Hä? Wie 200er Äxte? Na, die Steinäxte. Ach, 200er, okay. Wo hast denn die her? Die habe ich wohl eben von jemandem aufgesammelt. Bett, hast ich glaube, das wärst du gewesen. Nee, Bett, hast nix. Du die? Achso. Oh, 300er sogar. Ach ja, doch, ich hatte richtig. Und eine 99er. Ja, die ersten musste ich wegpacken, weil Taschen waren voll. So. Die Treppe ist dann da. Hier, bitte, Bett. Ja? Jo. Hast du ja mitbekommen? Ja, die Leiter. Die Treppe ist da, jawohl. Ist eine Leiter. Aber ich will nicht mäkeln. Es ist super. Aber ich könnte dir Werkzeug geben. Eine Pickaxe, wenn du magst. Oder eine Fire Axe. Ich mag, ja. Obwohl, die ist noch in Produktion, sehe ich gerade. Die braucht doch noch ein bisschen. Dann schlage ich mal auf diesen unschuldigen Stein hier so lange ein. Einfach weil es kann. Einfach weil es kann. Ich finde diese sinnlose Aggression nicht gut. Diese Gewalttätigkeit immer in allen Ecken und Enden. Ich habe meine Aggressionen sind nie sinnlos, sie sind immer zielgerichtet. Ist das besser jetzt? Du, nächste Höhe. Ja, das werde ich bemerken. So, und jetzt tun wir noch ein bisschen was für die Schönheit. Wo soll ich mich denn hinstellen? Denk dran, es kommen bestimmt noch Malhunde, ne? Ich wollte es nur so angemerkt haben, ne? Malhunde? Ja, also eigentlich. Der war zu flach nordisch, hat keiner begriffen. Ja, kann ich auch nichts für. Ach ja. Ich finde das lustig, wenn man auf so einen großen Stein haut, wie der sich langsam immer mehr eindellt. Das ist ganz nett gemacht, eigentlich. Gibt's hier zu entdecken. Das haben sie bei Rust wieder rausgenommen nachher, ne? Echt? Ich wollte Rust gerade loben, dass da die Animation mit den Bröckeln ja auch recht nett geworden ist. Nee, das haben sie irgendwie mit der neuen Engine, hatten sie das wohl, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich bin der Meinung, irgendwie nachher hatten sie es irgendwie rausgenommen gehabt nachher mit der neuen Engine. Das ist bedauerlich. Oder noch nicht eingeführt. Oder haben sie jetzt, wenn ich hier weiter hacke, ist es aber auch nicht mehr. Das scheint nur außen am Fels zu sein. Das bedeutet, der Fels ist außen weicher als innen. So, die Brücke ist dann im Großen und Ganzen fertig. Da fehlt halt noch ein bisschen Metall. Oh, ernsthaft? Hallo, Was ist mit dem Maisfeld? Das ist da ja ein bisschen unpraktisch, oder? Ja, dann können wir aber erst wegnehmen, wenn der Mais hochgewachsen ist. Solange, stell einfach Spikes davor. Dann tun wir auf den Spikes ein bisschen Woodframes drauf. Und wenn geht's... Nee, geht nicht. Also einfach so in 2er davor. Soll ich um unsere Brücke ein paar Spikes machen? die sind echt übel, die Dinger, ne? Die sind echt übel. Ach,
Die haben nichts dabei. Übel. Die haben alle nichts dabei. So, wie sieht's denn drinnen jetzt aus? Also, ihr braucht jetzt nicht mehr über die Spikes laufen, ihr könnt jetzt auch gerne die Brücke nutzen. Ja. Psst, verrat das doch nicht. Ich mach mal oben noch eine Tür rein. Ich wollte in meinen Folgen schon so einen Counter einfügen. Also im Schlaf. Oh, das hast du schön gemacht. Mit dem Überhang hier. Also im Schlafzimmer oben. Ja, da ist eine Hedge oben drauf, ne? Im Schlafzimmer sind noch ganz viele Spikes in der Kiste. Oh, das ist schon mal gut. Also so 300 Spikes müssen da sein. Ja, Mensch, oh, ich bin so doof. Was brauchte ich dafür? Ich wollte sagen, wo kommen wir denn jetzt hier rein? Durch die Hedge? Ja, ne, hier oben meine ich. Müssen wir hier durchs Fenster, ja? Oder wie? Ich würde die Tür nutzen. Ich würde da nicht unbedingt in die Tür reinsitzen, oder? Ich meine, weil die ja doch von Türen angelockt werden oder so. Ja, da dürfen sie ja, die kommen doch sowieso ins Haus. Alter, was läuft denn hier an Hirschen rum? Ja, gut. Und wenn sie nach unten reingehen, dann ist das so wie Jacke. Warum komme ich jetzt hier die Treppe nicht hoch? Hast du auch recht. So. So, wie sieht's denn unten aus? Haben wir das jetzt. Nee, da muss noch ordentlich, da müssen noch ordentlich Spikes hin. Bleib stehen. Also, wenn du. Also flächig ist das jetzt nicht ausgeschüttet. Nö, da kann ruhig nochmal. Ich glaube so ein, zwei rein nochmal, ne? Und du hast die Spikes wo? Irgendwie hier oben, in einer von. Nee, nebenan, glaube ich, in den Kisten. Achso, ich tue jetzt den Kochtopf mal hier mit in die Kiste rein, da können wir dann gleich einen Campfire aufstellen. Ja, das mach mal. Ich wollte eventuell mal versuchen, ob ich den Kühlschrank holen kann. Oder kann man die nicht mehr abbauen? Gehen die kaputt? Das weiß ich nicht. Das müsstest du ausprobieren. Das mache ich doch glatt mal. Bleib stehen, Hirsch. Die Spikes sehe ich nicht. Aber einen Knüppel, den nehme ich mir jetzt mal. Geh nicht durch die Vordertür. Wie sieht das aus unten? Jetzt im Haus. Ja. Lieber erstmal aus nochmal ein, zwei Reihen dazu oder im Haus jetzt auch noch weitermachen mit den Spikes? Ich würde sagen, jetzt erstmal im Haus und dann, wenn wir für draußen noch was haben. Also ich habe bei mir im Private. Das hat sich ganz gut bewährt. Vier Reihen gemacht. Vier Reihen. Ah, oh, alles klar. Aber ich würde jetzt erstmal drinnen noch machen. Ich crafte hier gerade auch noch ein bisschen. Mhm. Ich wollte nur sagen, wenn ihr noch Knochen findet, wandelt die bitte nicht mehr in Knochenmesser um, sondern die müssen wir kochen. So für. Okay, ich kann dir vier geben. Was kann man denn daraus jetzt machen? Was, nicht Klebstoff? Oder verwechsel ich das gerade mit einem Spiel? Also die sollten wir kochen. Klebstoff, irgendwo. Ja. Mit einem Beaker. Dann packe ich die ich habe, denn in den Kühlschrank. Erst. Meine mit dem Beaker, ja. Okay. Ja gut, die haben wir ja noch nicht. Ach, aber doch, weil die auch schon. Das hat schon ein bisschen Charme hier mit der Tür im Fenster und so. Das, So, mal gucken, ob man den abbauen kann oder ob der dann nur Scrap Iron wird. Wahrscheinlich wird der Scrap. Ich gehe davon aus, dass ich dann nur Scrap Iron rauskriege. Wir können ja auch gucken. Wir können uns ja von oben auch nochmal ein Loch durchmachen, nochmal mit einer Hedge, wo wir dann quasi hier runtergehen können und dann auch die Spikes und Woodframes draufsetzen, wenn wir hier looten wollen. Ja, nicht wahr? Ach, schade, Mann. So. Geht da kaputt. Ja, nix, nur Scrap. Ein Scrap Iron, dann hätte man den lieber noch mit der Wrench abbauen können, aber egal. Okay, ich nehme, also eine der drei Kisten hier im ersten Raum wird unsere Lebensmittelkiste. Da packe ich mal alles rein, was dazugehört. So, ich kann den ganzen vorderen Raum hier, kann ich, wenn die Kiste hier weg ist, dicht machen mit Spikes. Den Raum brauchen wir nicht, wir müssen nicht mehr vorbei. Genau. Alles klar. Und dann gehe ich mal einmal kurz vorbei. Ja. Es braucht doch keiner. Dann machst du jetzt die Spikes dahin. Dann komm mal bitte einmal her. Da habe ich doch was für dich. Bitteschön. Ja. Ah, Spikes. Neue Kiste hier. Oder ich Kadaver. Ich bin da noch am Produzieren. Ja, produzierst du ich nebenbei auch noch. Vergiss bitte den Lokus nicht. Ich habe dir gerade mal die Tür aufgemacht. Ja. Jo, mal gucken, wie viel Fleisch ich gesammelt habe. Bis diese Kisten kaputt sind, ne? Das ist ja. Die sind ja gar nicht so unstabil. Nö. An sich ja auch ganz gut so, ne? An sich auch ganz gut so, da. Oh, ich habe jetzt über 100 Spikes. Oh, ich kann ja gleich nochmal so 80 dazugeben. Also da kannst du noch genug mitmachen. Was für Schandtaten?
Das sind ja dann 3x80. Ich kann Wellcry welche unter das Bett legen. Bitte? Nix, nein. Nein, das nicht. Sammel mal bitte, Nicole. Ich hab's nicht mit. Sag doch nochmal. Ich hab gesagt, ich hab jetzt über 100 Spikes. Davon kann ich dir welche unters Bett legen. Hm. Ja. Sehr witzig. Mach doch mal. Meinst du, das würde alte Rücken noch merken? Ich mache uns jetzt Bacon und Eggs fertig, ja? Oh ja. Oh ja, das ist immer gut. Und zwar reichlich. 26 Stück hier. Und meine Tüte ist warm. Weil wenn das durch ist, bevor es dunkel wird, wäre es eigentlich ganz gut wegen Heatmap. Ich habe jetzt hier oben zwei Campfire aufgestellt. Eins davon hat einen Cooking Grill drin. Ja. Und die Kiste, die daneben steht, die ist halt für Lebensmittel und Getränke. Also dann braucht ihr da nicht zu suchen, welche von denen das ist halt, ne? So. Ach, Nicole? Ja. Wenn du hier den Lokus gleich rechts neben dir zugeknallt hast mit Spikes, dann ruhig die Tür auch zumachen, ne? Ja, klar. Die sollen sich daran die Zähne ausbeißen. Genau. Sag mal, um die Pickaxe zu reparieren, wo ist Scrap Iron? Ja, ne? Nee, Forged Iron, glaube ich. Steht auch drüber, oder? Klick doch mal an und sag mal Repair und dann spricht er doch mit dir. Dann muss er dir irgendwas sagen, was dir fehlt. Er spricht mit dir. Ich sprich mit ihm. Nö, das stimmt nichts. Dann sag doch mal Repair. Ach, doch da. Sag doch mal Hallo. Forge Iron, sag doch erstmal Hallo. Denn. Hallo Siri. Wie viel denn? Das wird ja rationiert. Leckt. Sonst komm einfach her, dann gebe ich dir welches. Jo. Ich bin hier beim Campfire. Was? Okay. Ich gebe dir eben alle. Dann kannst du mal gucken, wie viel übrig bleiben. Wenn du jetzt sagst zwei, hast du geflunkert. Untouched. Ich hab 113er, 114er Bögen zu vergeben. Aber dann wird sie auch auf braun runter skaliert. Was, einer ist übrig geblieben oder was? Nein, einer ist weggegangen. Ja, und welches Level hat's jetzt? 95. Ja, das ist doch okay. Das ist ja gar nicht so viel weniger. Naja. Das ist ja gar nicht so viel weniger. Hm. Eine nur, okay. Eine ist gut. Dann, so, das Fleisch kommt da erstmal rein. Ist das Essen schon fertig? Könntest du mal reingucken, sonst ich bin an der Kisten gerade. Achso, ich dachte, du bist jetzt. Nee. Er steht mit Schürze und Kochmütze, steht er vor dem Campfire. Das so hast du gedacht, ja? Nicole, du musst ja hier gleich nochmal einmal hochkommen, ne? Ja. Denk dran, es kommen bestimmt nochmal Hunde, ne? Wir sind drin. Wir bräuchten irgendwie Gläser, ne? Habe ich das Gefühl, ne? So ein paar mehr. 6 Stück habe ich noch. Oh ja, ich brauche Wasser vor allem. Ich hole mal aus unserem Wasser haben wir noch und. Also ist gerade. Ihr müsst das Wasser auch mal abkochen. Und was zu futtern sehe ich auch gerade. Also ich koche es gerade ab, aber so viel haben wir halt nicht. Ach, Nicole? Essen ist noch da. Guck mal. Ja, hast du noch ein bisschen Kleinkram reinpacken? Ah, sehr schön. Danke. Das waren so die letzten, die ich produziert habe. Mhm. Was? Scheiße, ist praktisch. Hier ist unser Eingang. Das tut mir leid. Da habe ich nicht drauf geachtet. Okay, das ist ein bisschen doof. Ich muss das eine Campfire umsetzen. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ist Nordisch jetzt ins Feuer gesprungen? So, dafür musst du nackt in der Nacht mit Frischfleisch durch die Gegend laufen. Wie war das mit den Trollen? Ich habe da nicht. Warte mal, ich klappe mal das Fenster kaputt und setze die Tür sonst eins weiter. Das kann ich auch machen. Dann mal. Das ist übrigens locked, falls da der Troll sind. Nicht wahr? So, ach so, und ach, das ist jetzt alles ist immer locked. Ja. So, sorry. So. Okay, ich klar. Danke. Mal sieh mich das Fleisch da gleich mit rein. So. Bist du fertig unten? Ich bin unten fertig. Es sieht spitzig aus. Es sieht quasi spitze aus. Mhm, das ist schön. Wir werden sowieso hier zwischendurch. Beziehungsweise irgendwo hier ein Loch und da, dass wir auch unten reparieren können, beziehungsweise ausrechnen können. Das ist so geil. Das tut mir echt leid, Nordisch.
Jojo, das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Okay, es ist ja noch nicht allzu spät. Ich werde jetzt nochmal ein paar Spikes setzen. Es ist hoffentlich gerade nicht zu gefährlich draußen. Nur also das sieht ganz gut aus. Lohnt sich das gar nicht mehr rauszugehen. Naja, ich will nur noch ein paar Spikes setzen. Ich will nicht weit weg. Nein, ich meine, weil wir über 20 Minuten sind. Ach so, meinst du das? Wenig deppert gewesen. Aha. Wenig deppert? Ein wenig deppert. Nicole? Ja. Würdest du, ich bin drauf. Beziehungsweise, warte mal, wer hat hier was von einer Eisenachs gesagt? Fire-Axe. Ich? Ja, das. Könnt ihr noch eine herstellen? Kannst du, ja, könntest du. Tate, also du eine drin? Liegt oben in der Kiste, ich bin draußen. Oh, dann leite ich mir die mal kurz aus. Ja, ja, die kannst du ruhig nehmen. Habt ihr schon eine Kiste für Messing und so einen Schweinkram? Es ist schon ein bisschen was drin in einer Kiste. Ich glaube, die zweite von links. Oh ja. Ach da, ich habe schon gerade gefunden. Ah, ist schön. Weil wäre natürlich nicht so lustig, wenn auch die Zombie die Mauer durchkloppen und dann einfach so die Treppe hochlaufen können. Nee, das stimmt wohl. Das hat irgendwas Negatives. Meinst du? Hat so einen ganz faden Beigeschmack, ne? Mhm. Der Gedanke. Ach, ja, ich weiß schon, was du meinst. Das hat der richtige. Das dann sollen sie doch lieber in den Keller rein und erst rauchen. Wisst ihr? So. So. Pine Seed. So. Ein bisschen Nachtmaterial mitnehmen. Ich habe 180 Eisen zu vergeben. Echt? 180 Eisen? Warst du Steine klopfen den ganzen Tag oder was? Nö, Holz und Stein. Das kannst du mir sonst geben. Bring die doch mal eben rüber zur Schmiede. Genau. Das schaffst du noch. Das schaffst du. Du schaffst das. Also wenn ich einem das zutraue, dann dir. Und dann dir. Dann kann ich auch, ist auch gleich um die Ecke. Also ist ja nicht so schlimm. Weltreich, denk mir mal, selbst um die Uhrzeit mit den Zombies da draußen habe ich eine höhere Überlebenschance als mit dir. Was aber daran liegen könnte, dass ihr euch zunehmend selber gerne abschießt. Nein, das, oder das, das, könnte aber, nee, das durchaus hatte ich ein, das könnte durchaus ein sehr schlaggebender Grund sein. Aber es macht Spaß. Ja. Ein schlaggebender Grund. Wollte ich gerade sagen, ein schlaggebender im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wie spät haben wir es denn? Wir haben 22:15. Wir haben 22 Minuten. Wir haben 22 Minuten. Ich wollte, deswegen wollte ich gerade fragen. Genau. Ja. Xyra wird nachlässig, ne? Nein, ich möchte nur nicht, dass du immer mit mir schimpfst. Ich schimpf doch nicht, aber du warst immer sehr nah. Du warst immer unsere Eieruhr. Und jetzt ist ja, und dann war aber immer, na, wir haben ja noch 2 Minuten und ich wollte nicht mehr, dass du schimpfst und deswegen. Aber okay, wenn du das möchtest, dann werde ich jetzt wieder eieruhrig. Könnt ihr jetzt mal mit dieser gespielten Freundlichkeit aufhören, können zum Ende kommen? Na, schlimm, ne? Du musst dir keine Gedanken machen, das glaubt uns sowieso keiner. Also von daher. Gut, also ab der nächsten Folge bin ich wieder Xyra die Eieruhr. Das klingt so. Sowas von komisch. Und, es klingt nach einem Folgentitel. Und bis dahin verabschieden wir uns mit dieser Folge. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.